Hallo und ganz recht herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer an Bord von unserer schönen MS Amadea. Immer wieder möchten interessierte Gäste mehr zum internen Betrieb hier an Bord erfahren. Und genau deswegen nehmen wir uns heute Zeit, Ihnen all das zu erklären, was Sie schon immer einmal hinter den Kulissen erfahren wollten. Von der Küche bis zu den Provianträumen. Viel Vergnügen! Anders als in einer normalen Küche werden an Bord von MS Amadea täglich 3000 Mahlzeiten zubereitet. Den Überblick behält der kulinarische Direktor Fritz Pichler, der uns seine Position genauer erklärt. Da neben dem ganzen Küchenteam, im Köken haben wir natürlich auch einen Küchenchef hier an Bord. Und dann gibt es noch einen Corporate. Das ist meine Aufgabe. Ja, also ich bin zuständig für die gesamte Phoenix-Boxer-Flotte. Und ist zufällig gerade hier auf MS Amadea. Küchenchef Mike Walter führt mich durch sein Reich. So eine Riesenschüssel sieht man auch nicht alle Tage. Und hier haben wir einen Schneebesen, der ist fast so groß wie ich. In dieser überdimensionalen Rührmaschine werden täglich die Zutaten für 1000 Brötchen verrührt. Die Bäckerei arbeitet auch in zwei Schichten, nachts fürs Frühstück. Und dann kommen die um 14 Uhr nochmal und machen dann alles topfrisch für die ganzen Brötchen und die Brotauswahl fürs Abendessen. Raten Sie doch mal, wie viele Kilo Kartoffeln hier am Tag geschält werden müssen. Es sind 70 Kilo. Dafür braucht es natürlich eine gute Organisation. Also ich habe natürlich auch ein paar Vertreter, wie Sous-Chefs und Stellvertreter. Und insgesamt habe ich ungefähr 55 Mitarbeiter. Die arbeiten natürlich alle super perfekt zusammen. Es macht einen Riesenspaß, mit den Jungs zu arbeiten. Die sind alle hoch motiviert und wir sind ein tolles Team. In der letzten Werftzeit wurde die Hauptküche von MS Amadea auch umfangreich modernisiert. Eine neue Biodigester-Anlage reduziert beispielsweise Lebensmittelabfälle. Auf dem neuesten Stand sind auch die Provianträume des Schiffes. Proviantbereich ist auf Deck 3 und zieht sich runter bis Deck 1. Ja? Also auf Deck 3 haben wir die ganzen Tiefkühler. Und Kühlhäuser, dann auf Deck 2 ist dann der Trockenproviant. Ja, und so zieht sich das eben durchs ganze Schiff. Zu Beginn einer dreiwöchigen Kreuzfahrt werden hier bis zu 20 Tonnen Obst und Gemüse und 60 Tonnen Fisch und Fleisch angeliefert. Vom Loading her kriegen wir alle 6 bis 8 Wochen, je nachdem, wo sich das Schiff befindet, Container-Loading aus Deutschland, wo die ganzen Tiefkühlprodukte, Trockenprodukte, alles drinnen sind. Und die ganze Frischware, die kaufe ich dann immer am Reiseende, beziehungsweise für die nächste Reiseanfang, frisch vor Ort ein. Und dann laufen die Fäden bei Lagermeister Frank Heim zusammen. Er hat sein Büro auf Deck 4, koordiniert die Vorausbestellungen, die Lieferanten und nimmt auch die täglichen Bestellungen der Küche für den nächsten Tag entgegen. Im Grunde genommen haben wir ein Warenwirtschaftssystem. Und einmal am Tag bespricht der Küchenchef dann das Menü für den nächsten Tag. Jeder Koch macht entsprechend seine Ordern, es wird oben eingegeben. Wir sehen das dann abends, es wird evaluiert, ausgedruckt und dann haben Sie die Bestellzettel. Ganz klarer Ablauf. Ein klarer Ablauf von den Lagerräumen über die Küche
zum Restaurant, wo sie dann die qualitativen Produkte in köstlichen Speisen genießen dürfen. Das war der kulinarische Blick hinter die Kulissen von MS Amadea. Für ihre Gaumenfreuden, ihre Reiseträume und einfach ein unvergessliches Kreuzfahrterlebnis. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen.